Heute haben wir Deutschlands bekanntesten Spieltheoretiker, Professor Dr. Christian Rieck, bei uns zu Gast. Es ist ein sehr spannendes Interview, in dem er sagt, was er im Leben sehr gerne viel früher gewusst hätte, warum die FDP in der Bedeutungslosigkeit versinkt und die Grünen strategisch sogar alles richtig machen, wer das hören will oder nicht, und warum Donald Trump tatsächlich ein sehr schlechter Spieler und Stratege ist. Alles das erfahren Sie heute im neuen Video bei Börse Online. Ihr kennt Herrn Professor Rieck sicherlich auch von seinem YouTube-Kanal, den ich sehr schätze und den wir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Herr Professor Rieck ist Professor für Wirtschaftswissenschaften und Spieltheorie an der Frankfurt University of Applied Sciences. Habe ich das so richtig gesagt, Herr Professor Rieck? Ja, haben Sie richtig gesagt. Die meisten lassen die Pluralform von Sciences weg. Ja. Genau, Frankfurt University of Applied Sciences. Ja, freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Mit Spieltheorie habe ich mich mal ein bisschen im VWL-Studium beschäftigt oder beschäftigen müssen, aber dann ein bisschen aus den Augen verloren, aber auf Ihrem Kanal sehr, sehr spannende Zugänge wieder zu dem Thema gefunden. Und was ich sehr spannend fand, letztens das Interview bzw. das Video über Alarmismus, das Sie gemacht haben, also wo es darum ging, Glatteiswarnung, 15 cm Neuschnee, Riesenwarnung, am Ende ist wenig passiert. Und gerade bei mir an der Börse im Alltag, da höre ich ja immer sehr, sehr viel. Also der Crash lauert ja hinter der nächsten Ecke. Morgen geht es bestimmt bergab. Zentralbanken, Notenbanken warnen. Wie sehen Sie den Alarmismus in unserer Gesellschaft und aktuell auch an der Börse? Ich glaube, dass wir von Alarmsystemen grundsätzlich erstmal eine falsche Vorstellung haben. Also wir haben oft die Vorstellung, da gibt es so eine Art Automatismus, was misst, und wenn, weiß ich, das Manometer in eine bestimmte Zone reinkommt, dann schlägt dieses Manometer ganz selbstständig Alarm, ohne dass noch jemand eingreift. Das ist ein bisschen die Idee, die wir hinter Alarmsystemen haben. Und wenn es so wäre, dann würden die auch, also im Allgemeinen, gut funktionieren. So funktionieren aber die echten Alarmsysteme in der Regel nicht, sondern sie haben normalerweise andere Menschen, die mit eingreifen. Also das heißt, irgendwer misst etwas und derjenige, der das gemessen hat, der muss ja am Ende entscheiden, tritt er jetzt eigentlich eine Warnung los oder nicht. Und das Interesse dieser verschiedenen Gruppen, also derjenigen, die gewarnt werden wollen und desjenigen, der warnt, die müssen nicht übereinstimmen. Also es kann sein, dass der Warnende Interessen hat, die manchmal dazu führen, dass er eine Warnung auslöst, obwohl sie eigentlich aus Sicht des anderen nicht gerechtfertigt gewesen wäre. Und natürlich auch andersrum, dass er keine Warnung auslöst, obwohl es aus Sicht der anderen gerechtfertigt gewesen wäre. Das ist immer die Idee bei der Spieltheorie. Also viele fragen mich ja, was ist denn das mit dieser komischen Spieltheorie immer? Mhm. Nee, die Idee ist, dass dort verschiedene Spieler beteiligt sind, die alle Eigeninteressen haben. Und weil diese verschiedenen Interessensgruppen so unterschiedliche Interessen haben, können plötzlich Dinge rauskommen, die man sonst eigentlich gedanklich ausgeschlossen hat. Und an der Börse fällt es ja oft auf, dass zum Beispiel Analysten warnen oder halt dann immer die Notenbanken am Warnen sind. Sie wollen ja die Inflation runterbringen. Sind das so Beispiele, also dass zum Beispiel die Notenbanker einfach mit ihren Worten alleine schon versuchen wollen, den Markt zu bändigen oder in irgendeine Richtung zu drücken, ohne dass sie dann selbst wirklich handeln müssen? Naja, das ist klar, nicht? Also, dass die Notenbanken eine Kommunikation ganz bewusst betreiben, das ist ja bekannt. Und das ist nicht völlig losgelöst. Also wir sprechen in der Spieltheorie gerne von Cheap Talk, ja, also billiges Gerede. Mhm. Und billiges Gerede ist, wenn anschließend überhaupt keine Handlung folgt, also wenn keine Kosten damit verbunden sind, keine Vorteile. Das ist ja bei der Notenbank nicht so. Sondern die Notenbank hat ja schon Instrumente, die für die anderen sehr schmerzhaft oder auch sehr lohnend sein können. Also die Instrumente sind vom Prinzip her da. Aber die Kunst besteht jetzt darin, das eben auch so zu kommunizieren, dass man damit am Ende, naja, möglichst wenig davon einsetzen muss. Ja, da gibt es also ganz verrückte Konstellationen, ja, also auch gerade bei Spielen ist es oft so, dass es zum Beispiel Pfade in Spielen gibt, die man eigentlich am liebsten gar nicht erreichen würde. Und man kann manchmal durch Kommunikation ausschließen, dass die erreicht werden. Und das Gute ist dann, dass für den, der kommuniziert, der verhindert, dass in diesen nicht erreichten Bereichen tatsächlich irgendwas ablaufen muss, was ihm selber eigentlich zuwider wäre. Jetzt haben Sie ja dieses Alarmismus-Video sicherlich nicht einfach so gemacht. Ich nehme mal an, Ihnen ist auch aufgefallen, dass es viel Alarmstimmung aktuell gibt, sei es in den Medien, sei es an sich in der Gesellschaft. Wie kommt denn das oder täuscht uns das aktuell? Gibt es gar nicht mehr Alarmismus als sonst auch? Naja, das weiß ich nicht. Also Sie müssen hier ein bisschen unterscheiden. Ich habe hier ein Theorievideo gemacht. Also ich habe gesagt, welche Konstellationen es geben kann. Ich habe hier nicht gesagt, wir stoßen immer auf Folgende, sondern ich habe einfach nur gesagt, passt auf Leute, es kann folgende Konstellationen geben. Und da wurde, also es war ja diese Glatteiswarnung, die sehr breitflächig losgetreten war.
und an sehr vielen Stellen eben völlig überzogen war. Es gab ja andere Stellen, da gab der dann auch tatsächlich Glatteis. Ja? Aber man muss auch da sehen, was ist denn die Kommunikation? Also stellen Sie sich mal vor, die EZB würde so kommunizieren, da würden die Märkte ja verrückt. Ja? Also wenn man bei jeder Kleinigkeit dann gleich so tut, als wäre das die Riesensache, wo auch Riesenauswirkungen zu erwarten sind, dann kommen die aber gar nicht. Also diese Konstellation muss irgendwie am Ende auch zusammenpassen. Also ich kann nicht sagen, ob wir tatsächlich mehr solche Fälle haben als früher. Ich kann aber sagen, unter welchen Konstellationen solche Fälle auftreten. Nämlich zum Beispiel dann, wenn der Warnende einen Vorteil davon hat zu warnen. Und ich meine, seien wir ehrlich, an vielen Stellen ist es so, dass gerade in der, also gerade jetzt auch im Finanzjournalismus, verkaufen Sie das ja nicht, wenn die Headline ist, übrigens, es läuft alles so weiter, wie es bisher war. Ja, kauft ja kein stimmt. Mensch. Ja. Das heißt also, Sie haben ein gewisses Interesse, Dinge zu finden, die besonders sind. Das kennen wir ja auch im Journalismus. Es wird ja immer, die besonderen Dinge werden hervorgehoben. Das läuft dort einfach so. Und in einer Zeit, in der eben jeder schreien kann, ist klar, dass eine gewisse Tendenz besteht, dass jeder versucht, noch ein bisschen lauter zu schreien als der andere. Also daher kann ich mir aus theoretischen Überlegungen durchaus vorstellen, dass wir heutzutage mehr solche Elemente sehen. Sie müssen auch bedenken, früher war es ja eigentlich nur die Bild-Zeitung, die diese wundervollen Überschriften hingekriegt hat. Ja, also das sind ja, die Überschriften von der Bild-Zeitung sind ja faszinierend. Und das hat aber kein anderer gemacht, komischerweise. Heute sieht das auf einmal anders aus. Heute ist es ja so, dass auch sehr viele auf YouTube sich Gedanken darüber machen, wie kriegen wir denn so eine Bild-Zeitungsüberschrift hin? Mhm. Also ich mache das ja inzwischen auch zum gewissen Grad, dass ich mich frage, wie schaffe ich es denn eigentlich, eine Überschrift so zu bauen, dass die spannend gefunden wird? Und ob das jetzt am Ende Alarmismus ist, übertrieben, oder ob man sich inzwischen einfach daran gewöhnt hat, steht ja auch nochmal auf einem anderen Blatt. Ja, sicherlich, auch jetzt beim Thumbnail. Ich weiß noch nicht genau, wie es aussehen wird, aber später bei dem Video werden wir wahrscheinlich auch nicht schreiben. Wir haben ein angenehmes Gespräch geführt, auch wenn das vielleicht stimmt, sondern es wird ja schon noch irgendwas Knalliges draufstehen, weil sonst, ehrlich gesagt, wahrscheinlich auch viel, viel weniger Leute drauf klicken. Das sehe ich ja in meinem Arbeitsalltag auch. Jetzt ist es ja nun aber an der Börse so. Sorry, wenn ich das noch sage, wir haben heutzutage ja noch einen anderen interessanten Effekt. Ja. Nämlich, Sie müssen sich vorstellen, so eine Kommunikation hat ja zwei Seiten. Also einmal denjenigen, der sendet, und zum anderen der, der empfängt. Und wenn man als Empfänger immer gewohnt ist, dass eine bestimmte Lautstärke losgetreten wird und die kommt dann nicht, dann sagt man, das muss ja jetzt wirklich langweilig sein. Wenn die noch nicht mal in der Lage waren, selber was Interessantes zu finden, dann ist es jetzt wirklich langweilig. Ja? Also wir haben da einfach auch einen anderen Referenzpunkt, den wir inzwischen eingestellt haben. Ich merke das bei mir persönlich an der Börse, also ich lege ja auch an, ich höre da gar nicht mehr auf die ganzen Crash-Warnungen oder auf hiervor wird gewarnt und da, also ich lege einfach an und in 80% der Fällen hat es auch seit Jahren schon gut geklappt und die Börse steigt ja bis auf ein paar wenige Ausnahmen auch langfristig immer. Ist das dann so die Konsequenz, dass man gar nicht mehr darauf hört und wie können Anleger das an der Börse sonst ausblenden, weil es bringt ja nicht so viel auf diesen Alarmismus zu hören, weil die Börse langfristig gesehen grundsätzlich ja schon immer steigt. Ja, bei den Informationen oder der Verwendung von Informationen an den Märkten muss man, glaube ich, gedanklich in zwei verschiedene Bereiche teilen. Das eine ist der Bereich, in dem man seinen Spaß haben möchte. Also Geldanlage ist jetzt zum gewissen Grad auch was, wo man ja dazulernt, wo man vielleicht einfach eben wirklich Spaß hat, wie so ein bisschen vielleicht wie eine Lotterie. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Casino ist, aber dass es ein bisschen in diese Richtung geht. Und das ist der Bereich, in dem man für meine Begriffe diese Informationen also aufnehmen sollte, auch sich damit beschäftigen sollte, was das eigentlich ist, um Zusammenhänge zu verstehen und dergleichen Dinge. Wenn man sich die Hoffnung, wenn man die Hoffnung hat, dass man daraus eine Überrendite erwirtschaften kann, also besser ist als der Markt, wird man in den meisten Fällen im Grunde genommen komplett scheitern. Und zwar deshalb, weil natürlich solche Informationen, wenn sie dann irgendwann mal zu einem selber gelangt sind, bereits schon so alt sind, dass jeder andere sie eingesammelt hat. Das ist so ein bisschen so, wie wenn jemand einen 20-Euro-Schein auf der Straße verliert. Sie können relativ sicher sein, der Nächste, der vorbeikommt, hebt ihn auf und nimmt ihn mit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie gerade der Nächste sind, wenn Sie drei Tage später vorbeikommen, ist aber verdammt gering. Also deshalb ist das, auch wenn die Markteffizienz vielleicht nicht vollständig ist, ist sie doch hoch genug, dass bei Informationen, die so alt sind, wie zwischen Redaktionsschluss und Veröffentlichung in einem gedruckten Magazin, dass dann diese eine konkrete Information nicht mehr kursrelevant sein kann. Also ich glaube, das ist eine Sache, über die man sich klar sein muss. Und dass man also, wenn man diese Art von Informationen auswertet, man einfach eine andere Absicht damit verfolgt. Also so eine Art Bildungsabsicht, die ich ja durchaus begrüßen kann. Das ist ja eine Financial Literacy, wie man so schön sagt, die finanzielle Bildung, die man damit erwirbt. Aber das ist eben nicht, womit man versucht oder ernsthaft versuchen sollte, den Markt zu schlagen. Dann gibt es einen anderen Bereich, wahrscheinlich den Großteil dessen, was man als Anlagen macht, den man eigentlich eher langfristig sieht. Und das ist ja das, worauf Sie eben auch schon angespielt haben. Wenn die Wirtschaft etwas richtig macht, dann sollte ja langfristig die Sache nach oben gehen. Und das ist etwas, wo man für meine Begriffe eher in Richtung Passivität denken muss.
Das meine ich nicht 100% ein passives Investment, wie heutzutage gesagt wird, wobei das in den meisten Fällen wahrscheinlich trotzdem sinnvoll sein wird. Aber wenn man zum gewissen Grad eingreift, auch automatisiert eingreift, zum Beispiel so wie das Roboberater machen, oder meinetwegen so eingreift, dass man irgendeinen, weiß ich, zum Beispiel einen Anlageberater oder eine Bank hat oder sowas, die einen mit einem jährlich einmal drüber spricht, ist das durchaus sinnvoll, kommt man natürlich, wenn die nicht irgendwelche eigenen Interessen verfolgen. Klammer zu, ja? Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das heißt also, dass Sie hier einen Bereich haben, in dem das Ganze eher automatisiert durchläuft. Und dieses automatisiert ist vielleicht auch ein wichtiges Stichwort, also Sie wissen ja wahrscheinlich, mein neuestes Buch heißt Anleitung zur Selbstüberlistung. Ja. Und diese Selbstüberlistung ist ein Konzept, was ich unglaublich wichtig finde, weil man häufig mit sich selbst in der Zukunft umgehen muss. Also man muss wissen, dass wenn man jetzt finanzielle Entscheidungen trifft und in der Zukunft auf einmal die See rauer wird, dass man dann plötzlich trotzdem Angst kriegt. Also die meisten, die ein bisschen älter sind, werden diese Erfahrung ja schon selber gemacht haben. Und es lässt sich auch in Experimenten immer wieder zeigen, dass schon bei relativ kleinen Beträgen plötzlich dann doch so eine Art Angst auftaucht. Und das muss man sich vorher klare Mechanismen überlegen, wie man mit einer solchen Situation umgeht. Also wenn man in der einen Situation entscheidet, passiert das, was viele Privatanleger machen, nämlich immer dann, wenn die Kurse ganz unten sind, dann verkaufen sie, dann warten sie viel zu lange ab, wenn die Kurse wieder oben sind, sich alles beruhigt hat, dann sagen sie, oh, jetzt hat sich's beruhigt, jetzt kann ich ja wieder kaufen. Und wenn man das kennt, dieses Verhalten, muss man vorher Schutzmechanismen bei sich selber einbauen. Das ist diese Selbstüberlistung. Ja? Man muss sich selbst überlisten. Und dazu gehört beispielsweise das Element, dass man einen Automatismus in Gang setzt, der in solchen Fällen automatisch das Richtige macht. Nämlich beispielsweise einfach mal nicht wie wild zu verkaufen, sondern im Gegenteil sogar moderat nachzukaufen. Ja, das sind diese Rebalancing-Strategien, die es gibt. Und ohne da für irgendwelche Sachen konkret Werbung zu machen wollen, reicht es in vielen Fällen auch einfach mal überhaupt nicht hinzugucken. Also wenn man auf diese Bereiche nicht guckt, ist das teilweise besser, als wenn man die ganze Zeit drauf guckt und dann plötzlich hektische Bauchentscheidungen trifft. Und dort vielleicht übrigens auch kurz zu dieser Sache mit den Bauchentscheidungen. Mhm. Ein Psychologe würde immer sagen, das sind Dinge, die rein emotional kommen in dem einen Augenblick und, weiß ich, nicht rational sind und dergleichen Dinge. Bei dem Konzept der Selbstüberlistung ist es eigentlich eher so, dass man sich sagt, Moment mal, wir haben auch kurzfristige Ichs. Und stellen Sie sich mal das eine Ich vor, was nur für den einen Tag entscheidet, an dem Sie gerade einen riesen Kursschuss haben. Dieses eine Ich macht ja an dem Tag einen fürchterlichen Verlust. Also das ist eine Katastrophe für dieses eine Ich. Wenn Sie das sehen über einen längeren Zeitraum hinweg, dann ist diese Katastrophe sehr viel kleiner. Und deshalb sind diese Kurzschlusshandlungen, die wir teilweise haben, aus der Situation heraus durchaus rational. Und das ist eben auch der Grund, weshalb wir durch Rationalität dagegen arbeiten können. Ja, wir können also in dem Zeitpunkt, wo wir die langfristige Sicht haben, können wir uns Maßnahmen überlegen, wie schaffen wir es, uns in der Zukunft davon abzuhalten, Dummheiten zu machen. Und wenn wir damals eine richtige Geschichte in Gang gesetzt haben, dann haben wir eben eine vernünftige Selbstüberlistung erreicht. Ja, super spannend. Also ein bisschen erkennt man das als Anleger vielleicht auch wieder, dass man Tage, an denen es halt sehr schlecht lief, sind einem vielleicht noch in Erinnerung. Aber diese Tage hat man ja hoffentlich nicht 10-mal im Monat, sondern wenn überhaupt vielleicht 10-mal im Jahr. Und da muss man halt mit dem Positiven vielleicht ein bisschen gegenarbeiten. Aber Herr Professor Ried, nur eine Sache einflechten dabei. Ja. Wenn Sie sich mal angucken, viele Leute sind mit ihren Immobilieninvestitionen sehr zufrieden und dagegen mit Aktieninvestitionen weniger. Woran liegt das eigentlich? Immobilien haben gar nicht so eine irrsinnig hohe Rendite. Also sie sind ein bisschen hochgehebelt, weil man damit mehr Fremdkapital arbeitet und sowas, das muss man ja auch mit einbeziehen. Aber wenn Sie sich die primäre Rendite von Immobilien ansehen, dann sind die nicht besonders hoch. Aber sie haben einen großen Vorteil, nämlich wenn man der Anleger ist, guckt man nicht ständig auf eine börsliche Bewertung. Also man hat einfach nur so eine schön geglättete Kurve und hat das Gefühl, naja, die Immobilienpreise gehen so langsam, aber sicher hoch, wenig, aber die ganze Zeit einigermaßen beständig und guckt nicht die ganze Zeit hin. Und dieses nicht die ganze Zeit hingucken ist das, was einem nachträglich das Gefühl gibt, das war eigentlich das viel bessere Investment. Ja, das glaube ich. Ich kenne es so ein bisschen von mir selbst. Man checkt die Kurse natürlich viel zu oft, sollte man gar nicht machen. Aber es macht ja nun auch ein bisschen süchtig, wenn man immer sieht, hier blinkt es grün, da hat man vielleicht mal ein Prozent plus gemacht, da zwei. Das zieht einen ja schon auch rein. Kann man da vielleicht sagen, dass die Börse an sich, wenn man es jetzt spieltheoretisch betrachtet, auch einfach ein riesengroßes Spiel an uns für sich ist, oder? Naja, klar. Also es hat natürlich so ein bisschen Spielelemente. Ja. Das, was hier das sozusagen das wichtige strategische Element ist, das ist, dass eben andere Personen
diese Umgebung gestalten, in der sie aktiv sind. Wenn Sie sich mal eine typische App ansehen, in der Sie heutzutage handeln können, dann haben die ein großes Interesse daran, dass sie einfach Handelsaktivitäten haben. Also die haben nichts davon, wenn sie einfach eine Buy-and-Hold-Strategie verfolgen, dann verdienen die nichts oder nicht viel dran. Das heißt also, die haben ein gewisses Interesse daran, sie dazu zu bringen, hin und her zu handeln. Und immer dann, wenn ein anderer Spieler mit drin ist, der von ihnen abweichende Interessen hat, dann können Sie sicher sein, der handelt nach seinen Interessen und nicht so zwingend nach ihren. Ja? Also nach ihren nur insofern, als er sie eben nicht ganz loswerden möchte. Und deshalb sind diese Umgebungen, diese Handelsumgebungen, zum gewissen Grad so gebaut, dass sie zu bestimmten Handlungsweisen verleiten. Also schon absichtlich so gemacht und das ist eben die Folge dieser strategischen Interaktion. Legen Sie denn selbst Geld mit solchen Apps an oder wie machen Sie das? Also ich mache da durchaus das, was ich predige, nämlich möglichst gar nicht hingucken. Mhm. Also das ist vielleicht komisch, wenn ein Finanzprofessor sagt, er guckt da nicht oft hin. Aber das ist für meine Begriffe wirklich das Beste, was es geben kann, dass man so etwas im Hintergrund mitlaufen lässt und wirklich Automatismen hat, die einfach für sich alleine ablaufen. Ich muss dazu sagen, ich war leider vor vielen Jahren, war ich gedanklich noch nicht so weit. Also da habe ich teilweise Mechanismen in Gang gesetzt, die eigentlich rückblickend betrachtet nicht gut genug sind, gegeben das, was ich heute weiß. Deshalb versuche ich den Leuten ja heute auch, das rechtzeitig mitzugeben. Ja, also beispielsweise ist ein ganz klarer Fehler, den ich damals gemacht habe, dass ich zu risikoscheu war. Das ist eine ganz typische Sache, dass einem gerade in jungen Jahren immer eingeredet wird, passt auf und das ist ganz große Risiken und ihr könnt alles verlieren und wie viel seid ihr bereit zu verlieren, weiß ich was, ist ja auch dieser Fragebogen, den man am Anfang immer kriegt. Und der ist ja eigentlich eine einzige Geschichte, die darauf abzielt, dass diese kurzfristige Sichtweise zu implementieren. Also ich halte diesen Fragebogen am Anfang für eine ganz große Katastrophe, weil einen wirklich gedanklich in eine falsche Richtung lenkt. Und deshalb, also wenn ich jetzt einen Rat geben kann, sozusagen an meinen Ich von vor 40 Jahren, ja? Ja, spannend. Ja. Das sind Leute, die hier zuschauen, dann kann ich nur sagen, keine Angst vor Risiko. Damit meine ich nicht exzessive Risiken, ja? Also Risiken, die belohnt werden, also beispielsweise eben ein breites Aktienportfolio oder irgend sowas. Ja? Solche Risiken tatsächlich annehmen und dann aber dafür sorgen, dass man da wirklich möglichst nicht mehr hinguckt. Also so komisch das klingt, wenn Sie es schaffen, sich ein Online-Konto, ein Depot anzulegen und danach das Passwort verlieren, mit einem großen Aufwand wiederkriegen können. Sie wissen, wie das ist, ja? Das ist immer so eine ein kafkaeskes Erlebnis, so ein Passwort wiederzukriegen. Wenn Sie das gemacht haben und dann 20 Jahre später sich erst das Passwort wieder besorgen, das ist in vielen Fällen das Beste, was Ihnen passieren kann. Ja, spannend. nee, ist ja so, weil ich sehe das ja auch, dass viele Menschen dann halt Risiken falsch einschätzen, aber da haben Sie recht, wenn man sich nicht so damit auskennt, wird einem ja auch eigentlich immer nur von allen Seiten gesagt, um Gottes Willen, wie kann man das praktisch machen? Aber nach ein paar Jahren an der Börse sehe ich ja, und ich bin da keine exorbitanten Risiken, außer vielleicht bei ein bisschen Kryptowährung eingegangen, dass es läuft. Ich glaube, man muss es einfach nur, wie Sie gesagt haben, diesen Automatismus in Gang bringen und einfach mal ein bisschen breit gestreut anlegen. Und so entnehme ich das bei Ihnen ja auch, dass Sie sagen, hätten Sie auch gerne schon ein bisschen früher gemacht. In der Tat, also wir haben das auch systematisch ausprobiert. Ja? Wir haben mit Studenten, auch fachfremden Studenten, haben wir einfach ausprobiert und gesagt, pass auf, wir haben hier so einen Aktienmarkt, so einen spielerischen Aktienmarkt und ihr habt 10.000 Euro natürlich fiktive, die ihr anlegen könnt. Sagt uns einfach mal, wie ihr das so machen würdet. Und wir haben am Anfang auch dann noch die Risiken aufgeklärt und diese ganzen komischen Sachen. Die meisten sind jetzt sehr risikoscheu. Und dann haben wir gesagt, okay, prima, ihr spielt jetzt mal ein paar solcher Leben durch. Wir lassen euch einfach mal 20 Jahre lang leben und dann guckt ihr euch mal an, wie sich sowas entwickelt. Was wir da genommen haben, ist ein Kursverlauf, der sich im Prinzip anlehnt an reale vergangene Kurse. Also wir haben keinen echten Kursverlauf der Vergangenheit genommen, sondern wir haben es gebootstrapped, wie man das immer so schön sagt, also die gleiche Verteilung genommen und aus der gezogen. Und was man da als Erfahrung macht, ist, dass wenn man längere Zeit hinweg wartet, sicher diese kurzfristigen Schwankungen zu sehr großen Teil ausgleichen. Zum Beispiel, dass es sehr selten ist, dass tatsächlich über eine ganz lange Phase hinweg es runtergeht. Lauter solche Dinge werden dann erstmalig erfahren und wenn wir danach die Leute gefragt haben, wie schätzt ihr denn eure ursprüngliche Entscheidung ein und wie steht ihr jetzt dazu? Haben eine ganz große Mehrheit hat dann gesagt, ja, wir haben am Anfang viel zu viel Angst vor dem Risiko gehabt. Das heißt also, das zu erlernen, auch damit umzugehen, das halte ich für eine Sache, die ich eigentlich auch bereits in der Schule für angebracht halten würde. Und eigentlich auch bei diesen juristischen Vorgaben, ja, also dass die Banken immer so vor den Risiken warnen, das sind ihre juristischen Vorgaben. Also da bin ich schon wirklich der Ansicht, dass wir hier, sagen wir mal, sinnvolle Dinge machen müssen, sodass die Banken auch nicht ständig gezwungen sind, den einzelnen Leuten Angst zu machen. Und dann ist aber natürlich auch eine Sache, die man wirklich auch klar wissen muss. Wenn man auf Einzelwerte geht, ist das einfach eine ganz andere Situation, als wenn man sagt, man nimmt etwas breit gestreutes. Das ist anders. Denn ein einzelnes Unternehmen schwankt nicht nur mehr, sondern das kann beispielsweise auch zu einem Totalausfall führen. Und wenn das einer mal erlebt hat,
dann hat die natürlich eine riesengroße Angst davor. Ja? Also wenn man, weiß ich, einfach sich für 4.000 Euro irgendeine Aktie gekauft hat und gedacht hat, die ist bestimmt toll, habe ich ja in Börse Online gelesen, ja, da kann ja nicht schief gehen und danach geht dann doch irgendwas schief. Das Geld ist weg, die gehen einfach pleite. Dann ist man danach plötzlich gebrannt. Und das liegt aber daran, dass man eben letztlich ein exzessives Risiko eingegangen ist. Mhm. Das ist genau der Punkt, vor dem ich eben gewarnt habe. Ja, dass ich gesagt habe, Vorsicht, Risiken einzugehen, heißt nicht exzessive Risiken einzugehen, sondern das heißt, Risiko zu akzeptieren, aber auf eine gesteuerte Weise. Und die einfachste Steuerung an den Kapitalmärkten besteht darin, dass man streut. Ja, dadurch, dass es eine Diversifikation gibt, dass sich Plus und Minus von verschiedenen Werten ausgleichen können, das hat einen unglaublich starken Effekt, risikomindernden Effekt. Ja. Und das sind einfach die Zusammenhänge, die man verstehen muss, früh in seinem Leben verstehen muss und dann davon die Finger lässt und für die eigene finanzielle Bildung liest man halt die aktuellen Nachrichten und spielt nur mit kleinen Beträgen ein bisschen rum. Mhm. Noch einen zweiten Part des Gesprächs, wenn ich den vielleicht aufmachen kann. Ich hatte früher, wie gesagt, im VWL-Studium auch ein bisschen Spieltheorie und was wir da hatten und was ich spannend fand, ist das sogenannte Eisverkäuferproblem oder das Hotelling-Gesetz. Ich nehme mal an, eine Spieltheorie, die Ihnen auch häufiger unterkommt. Das ist ja nun so, dass zwei Eisverkäufer an einem Strand sich den Markt aufteilen und gute Geschäfte machen. Und dann denkt der eine, oh, ich möchte ein bisschen mehr und nähert sich sozusagen immer weiter der Mitte an und dem anderen. Und der andere merkt, oh, das funktioniert ja gut, ich mache es auch. Bis am Ende irgendwie so beide in der Mitte sind und dann gar nicht mehr so gute Geschäfte machen, weil beide sozusagen den gleichen Einheitsbrei verkaufen und links und rechts ist jetzt Platz. Und ich finde, das kann man ja, und das haben auch schon ein paar Leute gemacht, auch so ein bisschen heutzutage auf die Medienlandschaft, auf die Politiklandschaft übertragen. Aber ich finde auch an der Börse, weil an der Börse ist gerade so in der Mitte, tummeln sich alle rund um KI, entweder KI oder nicht, das ist das Wichtigste und links und rechts gibt es keinen Platz. Wie stehen Sie dazu, diesen Überlegungen und dieser Spieltheorie? Das sind sehr unterschiedliche Dinge, die Sie gerade angesprochen haben. Mhm. Also bleiben wir erstmal bei dieser Hotelling-Geschichte. Mhm. Die Idee dahinter ist, Sie haben in einer Dimension angeordnet, beispielsweise Nachfrage. Und jetzt haben Sie Anbieter, die sich darauf irgendwo ansiedeln. Wenn jeder in der Mitte seines Strandbereichs ist, also auf dieser geraden Linie genau in der Mitte ist, ist es für die Kunden am besten, weil keiner besonders weit gehen muss, ja, und jeder kommt eben relativ schnell zu einem dieser Eisverkäufer hin. Die Anreize für die Eisverkäufer selber sind aber andere als die für die Kunden. Also die interessieren sich ja gar nicht dafür, wie gut es den Kunden geht, nicht primär zumindest, sondern die interessieren sich dafür, wie sie selber möglichst viel Geschäft machen können. Und wenn jetzt einer einfach dichter an den anderen dran geht, dann kriegt er die Leute auf seiner Seite hinter sich sowieso und knappt dem anderen noch ein paar ab. Deshalb haben beide diesen Anreiz, möglichst stark aufeinander zuzugehen, solange bis sie beide in der Mitte stehen. Jetzt gucken Sie sich aber das Kleingedruckte an. Das Kleingedruckte ist beispielsweise, dass wir es hier mit einer Dimension zu tun haben. Also das heißt, das Ganze funktioniert relativ gut, wenn Sie tatsächlich so eine Ausprägung haben, die Sie relativ gut linear anordnen können. Also Parteienlandschaft haben wir eher dieses Links und Rechts. Ja, solange das einigermaßen funktioniert, können Sie davon ausgehen, dass hier ein ähnlicher Effekt abläuft. Kaum haben Sie aber mehrere Dimensionen, ganz viele Dimensionen, können die verrücktesten Sachen passieren. Ja, also schon zweidimensional, also ist das gar nicht mehr so ganz klar, was da am Ende rauskommt. Da können Sie ganz komische Dynamiken haben. Und jetzt ist das, was Sie eben angesprochen haben, mit der Positionierung von Unternehmen. Die sind ja überhaupt nicht, also nicht weder ein- noch zweidimensional, die sind ja ganz viel multidimensional. Mhm. Das heißt, da können Sie eigentlich nicht so richtig diese Gesetze, die man da, Gesetze, Ergebnisse, ja, die man dort rausgefunden hat, können Sie darauf eigentlich nicht wirklich anwenden. Okay. Das heißt also, je eher das Ganze auf einer linearen Strecke anzuordnen ist, desto besser klappt es. Bei den Parteien kann man das dann so anwenden, weil man sagt, in den letzten Jahren haben sich alle immer mehr in die Mitte orientiert und haben deswegen halt links und rechts Platz gemacht, wo man jetzt sieht, dass die AfD stärker wird, Bündnis Sahra Wagenknecht kommt oder funktioniert es dann auch nicht so gut mit der Theorie? Also das funktioniert für meine Begriffe ziemlich gut, denn die Parteienlandschaft, auch wenn die sich selber ja immer anders darstellen, sind die ja schon relativ gut auf so einer wie auch immer gearteten Links-Rechts-Skala anordnbar, mit noch so ein paar individuellen Ausprägungen. Also es gibt Leute, die sagen, wir brauchen unbedingt eine zweite Dimension, aber ich glaube, das meiste kann man schon durchaus abbilden auf dieser einen Dimension. Und nehmen Sie mal die Welt, wie sie vor einigen Jahrzehnten war. Da gab es zwei große Blöcke, CDU und SPD, wir vergessen mal gerade die FDP. Und diese Blöcke haben rechts und links jeweils den Bereich für sich in Anspruch genommen.
Und sie konnten da, solange das diese großen Blöcke waren, relativ gut bemerken, dass die tatsächlich immer stärker aufeinander zugegangen sind. Also ich kann mich noch erinnern, als ich selber noch zur Schule gegangen bin, haben viele meiner Mitschüler damals gesagt, also so richtig unterscheiden kann ich die Parteien eigentlich gar nicht mehr. Und das ist natürlich ein bisschen die Folge davon. Also sie haben große Volksparteien, die genau sozusagen ihren Strandbereich abdecken. Die wandern immer stärker aufeinander zu und werden dann schlechter voneinander unterscheidbar. Aber was passiert? Es passiert, dass sie ja diese Ränder freilassen. Und in dem Modell ist es ja erstmal nur so, dass wir nur zwei Eisverkäufer haben. Aber das muss ja nicht so sein. Und wenig überraschend, nachdem diese Ränder freigelassen worden sind, haben sich dort ganz einfach andere Parteien angesiedelt. Und diese Zersplitterung, die wir im Augenblick wahrnehmen, die ist zum gewissen Grad genau diesem Effekt geschuldet, dass die großen Parteien eben tatsächlich eher aufeinander zugegangen sind, auf die Art und Weise die Ränder freigelassen haben und die Ränder jetzt eben einfach durch andere besetzt werden. Und dann kann man vielleicht noch so ein bisschen hinzufügen, dass man sagt, es sind eben auch plötzlich ein paar neue Themen dazugekommen. Also beispielsweise die grünen Themen, die sind ja eindeutig so ungefähr in, sagen wir mal, 70ern hat das angefangen und dann 80er Jahren sind die so richtig mit reingekommen. Das sind ja neuartige Themen, die man auch als Thema gar nicht so ganz unbedingt in dieser Links-Rechts-Skala anordnen kann. Ich würde schon sagen, dass man sie, sagen wir, so ein bisschen drüber und ein bisschen drunter nehmen kann, sodass da nicht eine völlig andere Dynamik entsteht. Aber vom Prinzip her sind die drin. Und die FDP war ja genauso. Ne? Die hatte auch eigentlich nicht diese Rechts-Links-Skala, sondern die hatte eher so etwas, dass sie noch andere Elemente mit dazugebracht hat. Also dass sie gesagt haben, dieses, weiß ich, Freiheitliche und sowas, das ist eine wichtige Geschichte. Und die hatte sich damals darauf spezialisiert, sich rechts oder links anflanschen zu können. Also das ist heute etwas, was viele Leute sehr verwirrt, die sprechen von der FDP immer von Wendehälsen und weiß ich was. Das ist strukturell so angelegt gewesen, weil eben dieses Liberale ja verschiedene Richtungen zulässt. Und das war im Zwei-Parteien-System eine durchaus valide Strategie, sich hier oder da anflanschen zu können. Sie hatten auch ein sehr spannendes Video am Jahresanfang gemacht, wo Sie so die Strategie, die strategische Ausrichtung der Parteien sich angeschaut haben. Und ich unterstelle es jetzt mal vielen unseren Zuschauern, aber was Sie vielleicht nicht so gerne hören, da haben Sie gesagt, dass die FDP vermutlich, wenn man das so fortschreibt, in der Bedeutungslosigkeit versinkt oder schon versunken ist und dass die Grünen das von der Strategie her sehr gut machen. Sehen Sie das jetzt einen Monat später immer noch so? Ja, klar, das sehe ich absolut so. Also von der FDP habe ich ja eben schon gesprochen. Ja, das war in der Zeit der zwei großen Blöcke, war das eine absolut funktionale Strategie, die sie dort gefahren haben. Und das war im Grunde genommen, wenn Sie es auch spieltheoretisch betrachten, sich mal angucken, wie groß ist denn der Einfluss auf ein Bündnis. Wenn Sie feststellen, dass die FDP in diesen Zeiten der zwei großen Blöcke einen überproportional großen Einfluss haben konnte, weil die Königsmacher waren, weil die entscheiden konnten, welche der großen Blöcke denn am Ende tatsächlich zum Zuge kommt. Also daher war das eine Strategie, die durchaus auch eine mächtige Strategie war. Nur in dem Augenblick, wo sie jetzt eben andere Parteien mit dabei haben, wie ich ja eben schon gesagt habe, klappt das eben nicht mehr so richtig. Auf einmal reicht es nicht mehr, sich hier oder da anflanschen zu können, sondern auf einmal müssen sie sich fragen, wo ist denn die Positionierung auf dieser Skala und wo sind denn auch die anderen Kleinen, von denen man sich abhebt. Gucken wir uns dann mal die Grünen an, da habe ich eben schon gesagt, die haben erstmal ein neues Thema mit dazu gebracht. Das ist für meine Begriffe sowieso immer eine Sache, die sie brauchen, damit sie in ein etabliertes System mit reinkommen, dass sie neue Themen plötzlich aufbringen, die aus welchen Gründen auch immer von den anderen, weiß ich, nicht verstanden werden, nicht mit eingebaut werden, warum auch immer. Ja? Und das haben die Grünen gemacht, haben also ein neues Thema mit reingebracht, was heutzutage kein neues Thema mehr ist, aber es ist eben ein neues Thema. Und die Grünen sind sich insofern treu geblieben, als sie kompromisslos diesen Weg gehen, selbst dann, wenn sie damit Feinde haben. Und das ist etwas, das man verstehen muss, dass das für kleine Parteien was vollkommen Sinnvolles ist. Also bei einer Volkspartei ist es sehr schwierig. Ja? Wenn sie dort viele Feinde haben, dann ist es natürlich schlecht. Dann bleiben sie nicht mehr lange Volkspartei. Wenn man aber eher eine Themenpartei hat, dann ist das sehr genaue Verfolgen der Interessen einer Gruppe und das auch genau Nichtverfolgen einer anderen Gruppe eine sehr mächtige Strategie, weil sie dazu führt, dass die eigenen Leute einen auch wirklich wählen. Und ich bin danach öfter angesprochen worden, weil viele gesagt haben, naja, aber die Grünen haben bestimmte Werte von sich einfach fallen gelassen. Ne? Also weiß ich, ich meine früher auch eine Friedenspartei und auf einmal sind das diejenigen, die sich viel stärker für, weiß ich, Waffenlieferungen oder sowas aussprechen als viele andere Parteien. Wie kann das denn sein? Ist das nicht inkonsistent? Und das ist natürlich von außen her betrachtet inkonsistent. Sie dürfen aber eins nicht vergessen, wenn die eigenen Wähler das gut finden, warum auch immer, wenn die das gut finden, dann ist es eben etwas, was dazu führt, dass man eben trotzdem weiterhin diese Wählerbindung hat. Ja, das heißt also, man vergrault die anderen, aber es sind ja die anderen. Es hat ja keine Partei was davon, wenn es Liebkind ist mit den Leuten, die sie sowieso nicht wählen. Und das versuchen die Grünen gar nicht erst. Die versuchen gar nicht erst Liebkind zu sein bei den Leuten, die sie eh nicht leiden können. Sondern die machen eben genau das, was die eine Gruppe will. Und jetzt vielleicht noch was anderes. Sie fragen ja, wie kann denn das sein? Also ist das nicht irgendwie,
weiß ich, widersprüchlich, ja? Dass man in dem einen Fall das, weiß ich, Waffenlieferungen gut findet, im anderen Fall Krieg generell ablehnt und so, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und Sie werden feststellen, dass es dort einen Aspekt gibt, der sich Maisheit-Denken nennt, ja? Also dass man die eigene Sichtweise drüberlegt. Und das bedeutet, dass man denselben Sachverhalt anders beurteilt, wenn es einem zufällig gerade in den Kram passt oder nicht. Und das ist keine Sache, die nur die Grünen haben. Das hat jeder mehr oder weniger zu einem bestimmten Ausmaß. Und es führt eben dazu, dass wir wirklich also auf einer Objektivebene gleichen Sachverhalt anders beurteilen, je nachdem, ob wir eben davon oder wie wir davon betroffen sind. Mhm. Dass es das gibt, sehen Sie sofort, wenn Sie als Käufer oder Verkäufer denken. Stellen Sie sich vor, Sie wollen über die Qualität eines Pferdes handeln, was gerade gekauft werden soll, ja, oder Kuhhandel. Ja. Dann ist doch klar, dass der Verkäufer immer Argumente finden wird, warum diese Kuh in Wahrheit was ganz Tolles ist. Und auch Dinge einfach für sich selber uminterpretieren wird. Ja, dass sie sich auf einmal selber einreden wird, ja, das ist wirklich was Gutes. Das ist vollkommen normal, dass das so ist. Und wie gesagt, bei den Grünen, ich weiß nicht, ob sie das sozusagen bewusst machen in dem einen Fall oder nicht, aber jedenfalls tun sie es auf eine Art und Weise, dass sie hier eben tatsächlich das ansprechen, was diese eine Gruppe gerade in dem Augenblick gut findet. Mhm. Kann man das dann vielleicht so ein bisschen damit erklären, dass die Regierungsparteien, die Ampelregierung so stur bleiben? Also ich spiele darauf an, die Zustimmungswerte sinken ja immer weiter, gibt eine große Unzufriedenheit mit der Regierung, aber sie halten erstmal weiter daran fest, scheinbar überlegt keiner, die Regierung platzen zu lassen. Ich hatte da ein bisschen, ich weiß aber nicht, ob das spieltheoretisch valide ist, so ein bisschen an so ein Chicken Game gedacht. Also, dass keiner der Feigling sein will. Alle rasen jetzt aufeinander zu und hoffen, dass irgendwie der Erste nachgibt und ausweicht. Kann man das so ein bisschen mit der Regierung vergleichen? Oder also ist das spieltheoretisch, ist da was anderes im Gange? Also das ist ja immer so eine Sache, ja, diese ganzen spieltheoretischen Modelle, die sind ja immer sofern erstmal interessant, dass man Grundtypen von Entscheidungssituationen, von Konfliktsituationen kennt. Mhm. Und natürlich kann man sich darüber unterhalten, ob das jetzt so eine Art Chicken Game ist, was die da spielen. Ne? Ich glaube eher, es ist was anderes, was wir gerade beobachten. Das hat manchmal die Überschrift evolutionärer Selbstmord. Die Idee dahinter ist folgende, also hinter dieser Theorie. Es kann sein, dass sie mit denjenigen, die eigentlich zu ihnen dazugehören, trotzdem in Konkurrenz stehen. Also stellen Sie sich vor, in einem Unternehmen ist natürlich das Unternehmen in Konkurrenz zu den anderen Unternehmen. Aber Sie als der einzelne Manager sind ebenfalls in Konkurrenz zu den anderen Managern. Mhm. Und das haben die Politiker natürlich auch. Das heißt also, wenn Sie in der Partei sind, kann es sein, dass es dort ganz andere Anreize gibt, weiterzukommen, als das, was Sie eigentlich brauchten, um bei den Wählern zu punkten. Und das ist ein Problem. Mhm. Wenn Sie jetzt nämlich als Politiker das tun oder vorschlagen, was eigentlich aus Sicht der Wähler das wäre, was die gern haben wollen, dann würden die zwar die Partei wählen, aber sie hätten keine Position mehr da drin, weil sie sich intern nicht haben durchsetzen können. Ja, das sind so ganz verrückte Gleichgewichte, die auf die Art entstehen können, wo dann eben tatsächlich in einer bestimmten Subgruppe, leider der entscheidenden Gruppe, aber in dieser Subgruppe plötzlich Gleichgewichte entstehen, die es gnadenlos in eine Richtung wandern lassen. Der Begriff kommt daher, dass man es in der Biologie beobachtet hat. Also Sie kennen vielleicht diese Hirschkäfer, die solche idiotisch großen Geweihe sozusagen vorne dran haben. Ja? Und das versetzt sie in eine schlechte Situation. Also die werden natürlich viel leichter gefressen mit diesem Zeug, weil sie sich ja kaum bewegen können. Warum haben die diese Geweihe? Die haben das deshalb, weil das innerhalb ihrer Art dazu führt, dass sie andere eher ausstechen können. Und das heißt also, die haben genau dieses Problem, ja, dass die jetzt intern andere Anreize haben, als das, was sie nach außen hin eigentlich haben sollten. Oder beim V, ja, dieser Riesenschwanz, der da hinten dran ist, ja, der völlig dysfunktional ist eigentlich. Der ist eben auch genauso eine Geschichte, die aus ganz anderen Gründen entstanden ist, als das, dass eben dieses einzelne Individuum, was man da sozusagen konstruiert, evolutorisch, mhm. ja, dass das optimal an die Umgebung angepasst ist, sondern es ist eben optimal an die Umgebung einschließlich der anderen Individuen angepasst. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann hat man ein Problem. Ja, ich glaube, dass, wenn Sie das so besprechen, dann findet man da bestimmt ein bisschen was bei sich selbst auch wieder. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ist das ja genau das, also man achtet gar nicht drauf, ich sag mal, was die Wähler wollen oder was die Wirtschaft braucht oder wer auch immer, sondern man guckt halt erstmal auf sich, was sicherlich menschlich ist, aber man tut es nicht für die Allgemeinheit. Ich glaube, das ist doch genau das Problem, was im Moment sehr viele auch in Deutschland stört. Also kann man das irgendwie abstellen oder kann man das bis zu einem gewissen Grad halt nur machen? Also was Sie ansprechen, das ist ja diese Situation. Es gibt eine Strategie, die eigentlich für die Gemeinschaft gut wäre, aber für einen selber so ein bisschen schlecht. Und ob man die wirklich macht, das ist dieser Idealismus. Mhm. Und Idealismus finden Sie schon häufiger. Das Problem ist aber natürlich, wenn Sie mit dem Idealismus anfangen
und am Ende weder das Ziel für die Wähler erreicht haben, noch für sich selber, dann sagen sie, das ist aber eine doofe Strategie, die mache ich nicht. Und deshalb ist das eine Situation, also wenn die Situation einmal vorliegt, kommen sie nicht ohne weiteres wieder raus. Ja, dann haben sie es wirklich mit einem Gleichgewicht zu tun, sind sie auf dem Gleichgewichtspfad drauf, der leider einer ist, der für die Gesamtgesellschaft ein ungünstiger ist, aber das ist wirklich unfassbar schwer, ein solches Gleichgewicht jemals zu zerstören. Was ich da an der Stelle noch spannend finde, weil in diesem Jahr wird ja auch bei den Wahlen noch sehr viel passieren. Also wir haben in Deutschland ein paar Landtagswahlen, wo die AfD sehr stark werden könnte. Wir haben Europawahlen in den USA, wahrscheinlich Biden gegen Trump, wo ja ein anderer Experte auf dem Kanal letztens erst gesagt hat, sozusagen, die will man ja beide nicht. Werden die Menschen da halt immer vor Entscheidungen gestellt, wo sie eigentlich gar keine Wahl so wirklich treffen wollen, aber sie müssen halt eine treffen? Ja, das ist eine sehr interessante Sache, wann eine Wahl eigentlich überhaupt noch was wert ist. Das ist, man muss sich das klar machen, ja. Wenn Sie zwischen zwei Dingen wählen können, die sowieso das Gleiche sind, ist diese Wahl nichts wert. Ja, also wenn Sie zwischen Kirschkuchen und Kirschkuchen wählen können, dann haben Sie keine Wahl. Wenn Sie zwischen Kirschkuchen und, weiß ich nicht, Schweizer Kirschkuchen wählen können, dann ist das sehr wenig, was Sie auswählen können. Das heißt also, je weiter auseinander die Sachen liegen, die Sie wählen können, desto mehr hat diese Wahlmöglichkeit für Sie eine Bedeutung. Also gegeben natürlich, dass Sachen dabei sind, die Sie auch wollen, ja? Aber trotzdem, das ist ein wichtiger Aspekt dahinter. Und wir haben tatsächlich zum gewissen Grad vielleicht das Problem, dass dort eben ja wenig Wahlmöglichkeiten bestehen. Aber gucken Sie sich beispielsweise gerade mal in Amerika an, was da eigentlich los ist. Also wir haben auf beiden Seiten Kandidaten, bei denen wir sagen würden, da kann man ja eigentlich nur die Hände ringen. Und warum ist das so? Also warum gelingt es diesen beiden Parteiblöcken eigentlich nicht, dort einfach einen Kandidaten aufzustellen, von dem man sagt, naja, der ist irgendwie besser als das, was jetzt gerade da ist. Und da denken Sie an das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, dass es dort eben Gleichgewichtspfade geben kann, gerade auch Gleichgewichtszustände innerhalb dieser Gruppen, die dazu führen, dass gerade zum Beispiel ein schwacher Kandidat nach oben gedrückt wird oder dass ein Kandidat nach oben gedrückt wird, der so aussieht, als würde er irgendwelche Sachen machen, der aber so chaotisch ist, dass sie im Hintergrund durch andere Leute alles Mögliche machen können, was sie bei anderen nicht könnten. Und sie merken, dass die Interessenslage der direkten Umgebung eine ganz andere sein kann als auch die der Gesamtpartei und erst recht eine andere als für die gesamte Gesellschaft. Und eigentlich immer dann, wenn man merkt, dass jemand nach vorne gespült wird, vielleicht auch zum Präsidenten hingespült wird, bei dem man das Gefühl hat, das kann doch nicht sein, das können die doch nicht ernst meinen, muss man einfach mal fragen, was ist denn mit den Leuten, die da Königsmacher sind, was haben die denn eigentlich vielleicht für Vorteile davon? Und meistens werden sie an der Stelle merken, oh stimmt, da ist was. Kann natürlich zu evolutionärem Selbstmord führen. Das, was ich vorher gesagt habe, kann dazu führen, dass sie eben so weit in eine Richtung abdriften, dass sie so weit von, zum Beispiel in dem Fall von dem Wählerwillen entfernt, dass die einfach sagen, da machen wir nicht mehr mit. Und dann plötzlich was ganz anderes wählen. Also bei den Amerikanern gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Bei uns gibt es ja noch mehr, weil wir eben diese vielen kleinen Parteien haben. Wir Deutsche sind nicht so, dass wir so sehr stark springen, aber in anderen Ländern haben Sie das ja öfter beobachten können, dass auch neue Parteien dann auf einmal innerhalb kürzester Zeit hochgekommen sind, ganz große Zustimmung bekommen haben. Ja, andere Länder sind da wesentlich stärker, dass sowas passiert. Und woran liegt das? Das liegt zum Beispiel daran, dass sich eben eine andere Partei intern blockiert hat und diese neue Partei dann auf einmal sich darstellen konnte als das, was eben die Wähler wollen. Übrigens diese Gleichgewichte, von denen ich hier die ganze Zeit spreche, ja, die man manchmal zerstören muss, in einem positiven Sinne, den nennt man inadäquate Gleichgewichte. Das ist ein ganz interessanter Name dafür, ja, inadäquate Gleichgewichte. Das sind welche, die sind aus spieltheoretischer Sicht, haben die alle Eigenschaften von Gleichgewichten. Aber wenn Sie drauf gucken, würden Sie sagen, dass kein gesunder Mensch würde doch das Gleichgewicht wählen. Und wenn man sich jetzt fragt, wie kommst du gerade zu diesem blöden Gleichgewicht, dann sind das eben gerade solche inadäquaten Gleichgewichte. Ein bisschen hat man es ja sicherlich auch in den USA gesehen, wo sicherlich Trump damals gewählt wurde als Gegenbewegung zu dem Establishment. Dann wiederum wurde er abgewählt, weil viele doch gesehen haben, naja gut, vielleicht war es teilweise doch nicht so klug. Was man ihm ja aber vielleicht lassen muss, auch jetzt schon wieder, ist Donald Trump denn ein guter Spieler? Ja, Spieler, also im spieltheoretischen Sinne glaube ich nicht. Der ist kein wirklicher Stratege. Ja, okay. Also als spieltheoretischer Stratege, ja, würden Sie versuchen, viele verschiedene Möglichkeiten zu durchdenken, erstmal weiten Raum aufzumachen, was alles sein kann, in diesem Raum die Sachen sich anzusehen, tief zu denken, ja, also was passiert, weiß ich, wenn ich was gemacht habe, der Nächste was gemacht hat und so weiter. Das macht der Trump ja alles nicht. Also das ist, glaube ich, nicht seine Natur. Worin er für meine Begriffe sehr gut ist, ist was anderes. Der ist kein wirklicher Stratege, sondern er ist jemand, der einfache Gedanken sehr klar vermitteln kann.
Also wenn Sie sich die Sprache von Trump ansehen, dann werden Sie feststellen, er spricht in Bildern und erzeugt auf die Art und Weise eben eine Vorstellung bei seinen Zuschauern, was den anderen nicht ohne weiteres gelingt. Er macht übrigens auch das, was ich eben bei den Grünen gesagt habe, nämlich er kümmert sich nicht darum, was die Leute von ihm halten, die ihn sowieso nicht wählen. Ja, das ist schon, also wenn Sie so wollen, natürlich, ja, vielleicht strategisch, ja, aber ich glaube eher unbewusst, denn er sorgt eben dafür, dass seine Basis, seine Fanbasis, das wirklich gut findet, was er sagt, und wenn die anderen ihn hassen, dann ist das egal, weil die ihn sowieso nicht wählen. Und also da hat er so eine ganz besondere Kombination, ja, dass dieses sehr visualisierende Sprechen, das merken Sie bei ihm übrigens auch, dass er in der Sprache sehr schnell Bilder erzeugt beim Zuhörer. Sie müssen mal genau darauf achten, Sie werden häufig feststellen, dass Sie das bildlich vor sich haben, was er geschildert hat. Ja, also das Beispiel früher war immer, dass er von einer Mauer gesprochen hat. Mhm. Das, kein Mensch hatte vor, eine Mauer zu bauen, er auch nicht, weil das viel zu teuer wäre. Ja, vielleicht eher Stacheldraht liegen. Aber er wollte nicht, dass die Leute an Stacheldraht denken. Er wollte, dass sich die Leute eine Mauer vorstellen und dann anfangen, darüber zu diskutieren, dass es ja zu teuer ist und gar nicht sein kann und die kann doch nicht aus Stein sein und weiß ich was. Und das verfestigt immer mehr diesen Gedanken an die Mauer. Und das ist eben seine wirkliche Stärke. Und dann dürfen Sie was anderes nicht vergessen. Gucken Sie sich mal seine erste Wahl an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Demokraten ganz am Anfang happy waren, wenn der Trump hochgespült wird. Die wären sicherlich, also wenn die damit sozusagen unterstützen konnten, in Anführungsstrichen, wenn sie mit unterstützen konnten, werden die sicherlich damals gesagt haben, hey, wenn der Trump von denen aufgestellt wird, der ist so bescheuert, der kriegt keine Mehrheit. Ja. Und damit wären sie auch fast durchgekommen. Also das sind ja auch nochmal strategische Überlegungen, die man nicht ganz aus dem Auge verlieren darf. Manchmal ist es ja so, dass man auch den anderen dazu verleiten will, etwas zu tun, was einfach blödsinnig für ihn ist. Hier ist es natürlich nach hinten losgegangen, aber das war, glaube ich, eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Ja, das, also der Gedanke ist nochmal sehr, sehr spannend. Kommen wir langsam zum Schluss des Interviews, Herr Professor Rieck. Ein, zwei Fragen habe ich aber noch, denn ich habe das Gefühl, viele Leute erleben die Zeiten aktuell natürlich als sehr, sehr unruhig, sind sie vielleicht auch. Ich habe irgendwie trotzdem für das Jahr ein ganz gutes Gefühl, weil ich versuche jetzt eben diese ganzen Themen gar nicht so nah an mich ranzulassen. Und Sie haben ja auch Ihr neues Buch angesprochen. Haben Sie nochmal so zwei, drei Tipps für jeden? Also an sich fürs Leben, aber natürlich, wir haben ja auch immer diesen Börsen- und Geldbezug. Wie kann man sich denn gegen so viel Unruhe abschotten oder wie kann man auch ein bisschen Vorteile halt aus dieser bisschen chaotischen Situation ziehen? Also was ich für ein wichtiges Element für das, sozusagen die Steuerung des eigenen Ichs halte, das ist das, was ich als Aktivierungsenergie bezeichne. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, oft ist es so, dass Sie in einer Situation eine Sache machen, wenn sie leicht zu beginnen ist. Ich sage zu beginnen. Es ist gar nicht so wichtig, dass die Sache selbst leicht ist. Sie müssen ganz leicht reinkommen in die Sache. Und Sie werden Sachen nicht tun, bei denen das schwierig ist, reinzukommen. Und viele machen hier für meine Begriffe einen ganz elementaren Fehler. Also stellen Sie sich vor, Sie sagen, eigentlich möchte ich nicht so gern so viel Schokolade essen. Dann steht aber die ganze Zeit eine offene Schokolade rum. Dann ist die Aktivierungsenergie praktisch null. Dann mümmeln Sie die einfach nebenbei mit und brauchen sich nicht drüber Gedanken zu machen oder sonst irgendwas. Wenn Sie einfach nur dafür sorgen, dass für die Dinge, die Sie nicht machen wollen, Sie eine kleine Hürde überschreiten müssen, dann ist das schon mal extrem hilfreich. Und jetzt denken wir mal gerade in dieser Geldanlagegeschichte. Mhm. Ich habe vorhin ein bisschen zynisch davon gesprochen, dass man zum Online-Banking sein Passwort zeitweise mal verlieren sollte. So komisch das klingt, zum gewissen Grad ist es tatsächlich das Richtige. Also stellen Sie sich vor, Sie können in Ihr Online-Konto oder meinetwegen Ihre App rein mit einem einzigen Tastendruck. Sie sind sofort da oder schlimmer noch durch Gesichtserkennung. Ja, sind sofort in der App drin. Dann ist die Gefahr natürlich extrem groß, dass Sie das ständig wieder machen mit allen Fehlentscheidungen, die dann im kurzfristigen passieren. Deshalb reicht es, das einfach so umständlich zu machen wie das gute alte Online-Banking, wo Sie irgendein idiotisch langes Passwort haben, was Sie sowieso nicht merken können. Und dann erstmal nachgucken müssen, dann müssen Sie erst an der einen Stelle gucken, an der anderen und weiß ich was, und dann ist eine Minute vorbei und dann sagen Sie, ach, gibt's den Hasen, ich gucke heute nicht nach. Ja? Das heißt also, da macht man absichtlich sozusagen sich eine Sache schwer und eine andere Sache macht man sich sehr leicht. Und natürlich macht sich das leicht, was man halt gerne öfters angucken möchte. Und deshalb halte ich diese Aktivierungsenergie für eine der besten Selbstüberlistungstechniken, die es überhaupt nur geben kann. Und das andere ist, wenn wir mal in sowas denken, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass bestimmte Sachen bei Investitionen einfach Spaß machen können. Und wenn Sie merken, es gibt bestimmte Dinge, die machen einfach bei finanziellen Entscheidungen keinen Spaß, dann lohnt es sich, das so umzuformulieren, dass es auf einmal eigentlich einen Spielcharakter hat.
Und damit meine ich jetzt kein strategisches Spiel, sondern mit manchen Unterhaltungsspielen. Wenn Sie sich ansehen, wie Unterhaltungsspiele aufgebaut sind, dann werden Sie feststellen, die arbeiten immer damit, dass sie Sachen schwierig machen. Ja? Also anders, als ich Ihnen eben gesagt habe. Das ist nicht der Einstieg, der schwierig ist, sondern die Sache selber wird auf einmal schwierig. Und das Interessante ist, dass uns manchmal Dinge plötzlich Spaß machen, indem wir sie ein bisschen schwieriger machen. Also wenn wir anfangen, einen winzigen Ball in ein Loch zu legen, was 100 Meter entfernt ist, wir müssen da zu Fuß hingehen, dann sagen wir, das ist das für ein bescheuertes Ding, das mache ich doch nicht. Kaum machen Sie aber die Schwierigkeit, dass Sie mit einem Stock dagegen hauen und das fliegt durch die Luft, dann fangen Sie auf einmal an, darüber nachzudenken, wie man das besonders gut machen kann. Und das ist das Interessante. Sie fangen darüber nachzudenken, wie man etwas machen kann und nicht mehr, ob man etwas machen kann. Das heißt also, bei bestimmten Dingen kann es durchaus sinnvoll sein, dass Sie einfach sagen, das baue ich für mich selber als ein Spiel auf. Und dann kann plötzlich solche Sachen wie Versicherungen, also nehmen wir mal, das ist glaube ich noch unsexier als die meisten anderen Sachen. Ja, Versicherung ist wahrscheinlich das unsexieste Produkt, was man sich überhaupt noch auf der Welt vorstellen kann. Aber wenn Sie auch mal anfangen, die Details von Versicherungen zu vergleichen, dann kann es plötzlich sein, dass Sie sich damit beschäftigen und dann eben am Ende tatsächlich eine abschließen, die sinnvoll ist, von der Sie auch schon vorher entschieden haben, dass sie sinnvoll ist, aber immer vor sich hergeschoben haben. Das mag ganz verrückt klingen, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass Sie eben dadurch, dass Sie sich selber beauftragen, etwas hinzukriegen, Sie auf einmal die Sache auch machen, die Sie sonst die ganze Zeit eben nicht gemacht haben. Ja, Herr Professor Rieck, das waren noch sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank dafür die Einblicke, für die Einsicht auch in die Spieltheorie. Finde ich super spannend. Also ich könnte jetzt hier noch ewig reden, aber wir wollen ja Ihre Zeit nicht stehlen und der Zuschauer soll ja auch die Infos möglichst kompakt bekommen. Also vielleicht können wir da in ein paar Monaten nochmal ein weiteres Video machen. Genau. Vielen Dank auch für die ganzen Ratschläge in Richtung Börse und Geldanlage. Vielen Dank für das Interview. Ja, ich danke Ihnen. Hat mir Spaß gemacht. Wie immer bleibt mir damit am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.